Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch in dieser Sendung haben wir da so einiges für Sie zubereitet. Es wird vernetzt, austauscht und hochprozentig aus- und eingeschenkt. Herzlich willkommen zu der aktuellsten Ausgabe von Best of Bewegt. Vernetzt, was ein Zusammenschluss der Gastronomiebranche für Vorteile hat. Verraten, wo der Präsident der FBMA, Martin Stöckli, die Herausforderungen der Branche sieht. Verrückt, wie der Heuschnaps vom Wetterhorn auch im Mittelland für Furore sorgt. Die Gastronomiebranche ist innovativer denn je. Das beweisen wir auch mit dieser Sendung. Innovativ sind aber auch die vernetzten Mitglieder der FBMA, der Food and Beverage Management Association. Eine Interessenvereinigung, die sich aus dem Management der Gastronomie und der Zulieferbranche zusammensetzt. Bei einem Mitgliedertreffen hat sich bewegt umgeschaut und nach den Erfolgsgeheimnissen von ihrem Netzwerk gefahndet. Hoch über der Zürcher Bahnhofstraße trifft sich die Crème de la Crème der Gastroszene zum Erfahrungsaustausch. Die FBMA lädt zum kulinarischen Get-Together. Das gaumentechnisch Schöne wird hier mit dem Nützlichen verbunden. Ich bin nie mehr so nah an den News und Trends wie der FBMA. Und da haben wir so Kreti und Pleti querbeet von verschiedensten gastronomischen Leuten, die da mitmachen, wo man innerhalb von diesen 4-5 Stunden, wo man manchmal zusammen ist, so viele News überkommt und so viele Trends und so viele Geschichten, die abgehen, dass ich noch 100 Seiten von Heftli könnte lesen und nie das Gleiche wüsste. Also von dem her ist das eigentlich für mich einer der Highlights dieser Mitgliedschaft. Ja. Was ich da gesehen habe, ist, wenn man irgendwie mal, jeder Gastronom oder jeder Unternehmer hat irgendwie mal eine Stelle, wo er sagt, oh, was soll ich jetzt so machen, neue Situation für mich. Durch das hat man das Netzwerk, das ist so riesig, Tom. Ich weiss, gut, das ist die und die Person schafft in diesem Bereich. Gut, ich gebe kurz ein E-Mail oder ein Telefon. Und schon hat man eine Ansprechperson, eine Anlaufsperson, die man kennt, die man einordnen kann. Nicht einfach irgendwie eine fremde Person. Über 300 Mitglieder zählt die FBMA. Mitglied werden können Kadermitarbeiter aus der Gastronomie oder aber auch Personen aus der Zuliefererbranche. Ich komme immer mit Inputs über, wo ich ja den Mitgliedern ja auch wieder helfen kann, damit sie eben, jetzt, wenn es um Zauberkeit und Hygiene geht, auch wieder sehr innovative und neue Konzepte mitbekommen. Und ja, es ist ein guter, spannender Ort, um auch mit einem Kunden, wo man vielleicht zuerst vieles formelleres Verhältnis hatte, man war per se und es war so eine klassische Kunden-Lieferanten-Beziehung, wo es im FBMA die Möglichkeit gibt, um einem auf einer viel anderen Ebene nochmal und irgendwie lockerer und persönlicher irgendwie zu treffen und zu begegnen. Also. Köpfe zusammenstecken, voneinander lernen und gut vernetzt auch kulinarisch auf seine Kosten kommen. Dabei geht fast vergessen, besser geht immer. Wo gibt es noch Bedarf, Handlungsbedarf? Ja, ich denke, dass es eben, weil es so viele Neuerungen gibt und das ist so ein schnelllebiges Business, da denke ich schon, dass es nochmal einen Sprung mehr braucht in Bezug auf, wo ist denn jetzt wirklich der richtige Meilenstein gewesen. Die Branche muss schauen, dass sie nicht zu fest in der Branche isoliert bleibt, sondern dass sie irgendwie versucht, da den Blickwinkel ein bisschen aufzuziehen. Ich sehe das bei der FBMA, ist das schon so. Es sind eben, wie ich es vorher angesprochen habe, Leute dabei, Lieferanten. Aber gleich, man muss schauen, dass man vielleicht noch ein bisschen weitergeht, noch einen Schritt weitergeht. Wir gehen viele Gastro-Konzepte anschauen. Vielleicht wäre es mal interessant, irgendwie einen Vorreiter, ich sage jetzt mal gerade im digitalen Bereich, anzuschauen. Oder? Was gibt es dort noch für Möglichkeiten, wo sich Gastronomie damit, also wo man nicht mehr rundherum kommt, oder? Wo man sich noch profilieren kann. Und so lautet das Fazit des heutigen Treffens: Gut, wer gut vernetzt, noch weitere Netze auszuwerfen weiß. Mit dieser Gelegenheit haben wir mit dem Präsidenten der FBMA, mit dem Martin Stöckli, ein bisschen ausführlicher geredet. Wo sieht der Fachmann das Potenzial von dem Netzwerk und welche sind die Herausforderungen? Martin Stöckli, Präsident der FBMA. Welchen Nutzen haben eure Mitglieder von eurem Zusammenschluss? Es sind mehrere Nutzen. Der eine grosse Nutzen ist natürlich das riesige Netzwerk. Wir sind über knapp 300 Mitglieder. Wir machen jetzt 12 bis 14 Anlässe im Jahr. Also es ist ein Get-Together, Zusammenkommen, der Austausch, immer wieder etwas Neues kennenzulernen, können hinter die Kulissen zu schauen, wie zum Beispiel von so einem Betrieb wie hier, etwas Neues zu erfahren und vor allem auch das Thema Inspiration. Können etwas mit heimzunehmen
aus einer Veranstaltung. Und das wollen wir natürlich unseren Mitgliedern bieten. Welche Herausforderungen stellen sich zur Zeit besonders? Es sind zwei. Das eine ist natürlich, dass wir alle die vielen tollen Geschichten, die wir da im Moment haben in dieser Gastrobranche, können auf die 12 Anlässe verteilen und alles richtig zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite auch die Attraktivität können aufrechtzuerhalten gegenüber den Mitgliedern. Das heisst einerseits, die besten Mitglieder zusammenzubringen, neue Mitglieder zu können zu gewinnen und natürlich auch die richtigen Locations, die richtigen Plattformen können zu bieten. Und für das braucht der Präsident ein gutes Näschen? Sehr natürlich. Und nicht nur ein gutes Näschen, sondern vor allem natürlich auch ein gutes Gespür und ganz, ganz gute Leute um mich herum, die mich unterstützen. Jetzt habt ihr auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Best of Swiss Gastro Awards. Was bringt euch diese Zusammenarbeit? Es ist natürlich eine sehr professionelle Organisation dort. Die können wir natürlich sehr viel abschauen. Die Nähe zur Branche ist für uns sehr wichtig. Das hilft uns, dort auch die Brücke zu bauen. Und vor allem ist es natürlich auch für unsere Mitglieder eine weitere Plattform, um sich darauf zu präsentieren, sich zu beweisen, auszutauschen. Ganz eine gute Geschichte. Man könnte glauben, dass vor allem in Zürich alle Gastro-Trends geboren werden. Weiter neben. Etwas Innovatives und richtig Gutes kommt aus dem Herzen der Schweiz, vom Wetterhorn bei Hasliberg. Junge Gastronomen zeigen den Städten, wo der Bartli den Most holt, oder viel besser gesagt, wo der Bartli den Schnaps brennt. Zwischen Brienzer Rothorn und Graustock liegt das beschauliche Hasliberg. Und genau da das Hotel Wetterhorn. Hier wurde eine echte Schnapsidee geboren, der Heuschnaps. Also Heu naheliegend gleich, Berge, Natur, Gras, Stroh, Heu. Gras, Heu, etwas ausschenken können in unseren Gästen. Ja, darum haben wir etwas gebraucht, was noch nicht unbedingt so gibt. Der Heuschnaps ist mittlerweile bis weit über das Haslital hinaus bekannt und beliebt. Trotz ganz bescheidener Anfänge. Wir haben eigentlich angefangen, im Restaurant oben etwas zu kreieren für die Gäste nach dem Essen, als Absacker, als Dankeschön. Und ja, haben dann eigentlich gemerkt, dass es oftmals extrem einen Andrang findet, dass an der Bar plötzlich Drinks daraus gemacht werden und dass die Leute einfach auch so trinken. Und so ist das eigentlich entstanden. Wir haben am Anfang in ganz normale Flaschen abgefüllt und haben dann irgendwann mit dem Kreis zusammen haben wir dann Etiketten, Handglismen davon zeichnen und aufkleben und haben dann schnell mal gemerkt, wir müssen da ein bisschen professioneller als Werk. Ganz unerwartet wird der Heuschnaps zum Geheimtipp. Und Geheimtipps werden nicht einfach ausgeplaudert. Was ist denn da drin? Also ich gebe immer die lustige Antwort, sagen wir nicht, weil es ist geheim. Ja, es gibt viel Zeit braucht's und zwei, drei geheime Zutaten und dann kommt der Heuschnaps raus. Ja. Aber Heu ist drin. Er schmeckt nach Heu. Es ist extrem Heu drin. Im hoteleigenen Weinkeller lagert der Trockengras-Spiritus neben konventionelleren Perlen der hohen Trinkkultur. Genau wie Wein kein Durstlöscher ist, ist Heuschnaps kein normaler Absacker. Ja, wir dürfen den nach dem Essen konsumieren. Er ist sehr fein als Heuschnaps-Sauer. Er kommt sehr gut mit Ginger Ale. Es gibt einen Heuterinja. Unser Barkeeper Fabian erfüllt auch jeden erdenklichen Wunsch. Ja. Der Erfolg mit der hoteleigenen Schnapsidee hat aber auch seine Schattenseiten. Vom Gastgeber erwartet manch trinkfreudiger Kunde ein Höflichkeitsschnäpschen. Es gibt schon das eine oder andere Trick, dass Eistee die gleiche Farbe hat zum Beispiel und ich aus Versehen, wenn eine Band Sport anfängt zu spielen, zum Beispiel nicht, wenn ich eine Heuschnapsrunde offerieren an 250 Leute und aus Versehen Eistee offeriert, weil wir etwa die mal eine gefakte Flasche haben, dass wir nicht wirklich bei jeder Heuschnapsrunde mittrinken müssen und dann wirklich unter dem Tisch liegen während dem Arbeiten. Oder? Aber jetzt gleich Hand aufs Herz, wie viel Heuschnaps, wann hat man es dann auch mal gesehen? Gibt es so Tage, wo man denkt, jetzt mache ich mal ein paar Tage Pause? Das gibt jeden Tag eigentlich. Also sobald das erste Wort kommt, wir trinken einen Heuschnaps, dann denkst du, oh nein, bist du gut, nicht schon wieder. Dann trinkst du einen und dann nimmst du meistens noch einen zweiten und irgendwann lässt das Auto wieder los. Hm.
Ein hervorragender Schnaps. Wer sich selber mal möchte, so einen Heuschnaps vom Wetterhorn gönnen, der hat jetzt Gelegenheit dazu. Auf unserer Website finden Sie einen Wettbewerb, wo Sie einen wirklich attraktiven Preis gewinnen können. Bevor ich jetzt vom Hocker kippe, noch zwei kurze Meldungen. Im Restaurant Gustav haben sich gut 600 Leute versammelt, um die Neuerscheinung der aktuellsten Zürich geht aus Ausgabe zu feiern. Diesen Ratgeber kann man ab sofort auf der eingeblendeten Homepage bestellen. Das Food Festival Il Tavolo hat 5 Tage lang nicht weniger als 3000 Gäste kulinarisch begeistert. Für den Gaumenschmaus zuständig sind neben den 5 Gastgeberhotels auch mehrere Gastköche aus dem In- und Ausland und natürlich auch Schweizer Promiköche. Höhepunkt vom Anlass die Opening Night und die über 200 Meter lange Tafel. Auf der Homepage von Il Tavolo sehen Sie, was Sie alles verpasst haben. Wir sind bereits wieder am Ende dieser Sendung. Cheers und auf Wiedersehen miteinander. Bis nächste Woche. In der nächsten Sendung stellen wir Ihnen übrigens den Schweizer Don of Tequila vor und zeigen Ihnen einen Laden in Zürich, wo ziemlich genau 260 Biersorten verkauft werden. Ohne Witz.